Das sind Thomas Rühmann und Dieter Bellmann. Aber das wissen Sie sicher. Noch besser kennen Sie die beiden vielleicht als Professor Simoni und Dr. Heilmann aus Leipzig. Seit 1998 spielen sie die bewunderten Götter in Weiß. Entschuldigung, natürlich in Grün. Jeden Dienstag retten die Schauspieler Patientenleben. Im Ersten. Manchmal müssen sie auch das Leben ihrer Familien retten. Das machen wir schon. Dann wieder ist ihre eigene Gesundheit in Gefahr. Oft sind sie glücklich, mitunter versagen sie. Beruflich oder privat. Natürlich alles immer genau nach Drehbuch. Und machen dann die 23 nach dem kleinen Stopp hinterher, ja. Ja, aber wir wollen probieren jetzt. Heute brennt im OP mal wieder die Luft. So, hier am Anfang würdest du noch mal ihm nachschauen. Dann ja. Kommt die Kaiserschnittsituation, da wird es spannend, auch für dich. Ja. Verfügung, hier guckt Roland zu dir. Und hier nicht. Du machst nichts und so weiter. Hier ich so, dann drehen wir. Doch kaum scheint alles klar, ändert es sich oft schon Sekunden später. Micha, bleibt mal jetzt länger hier vorne, das ist ganz schön. Ja. Bis Katrin gesagt hat, die Herztöne sind stabil. Ja? Dann fahrt er einfach nur runter. Fangt oben an und fahrt so runter. Ist doch schön. Ruhe bitte. Klar. Wie gehen wir vor? Katrin, was macht das Kind? Herztöne sind stabil. Als erstes erweitern wir den Schnitt, dann Appendix raus und anschließend eine gründliche Lavage. Diesmal will Heilmann das ungeborene Kind der Krankenschwester Arzu retten. Frage steht noch nicht. Er ist natürlich der, dem die Leute vertrauen, die hier ins Krankenhaus kommen, aber er ist zugleich der, der einfach auch ganz schreckliche Seiten an sich hat. Also ich finde ihn manchmal richtig peinlich, auch zum Beispiel, wie er sich zu seiner Frau Pia verhält, wenn er dann so stur wird und wenn er dann auf dieser Familie gluckt, wie so ein ehernes moralisches Wesen. Dabei ist er ja nur auch nicht gerade ein Kind der Traurigkeit. Was macht Sie denn so unzufrieden, Frau Heilmann? Ach, ich komme mir zu Hause manchmal vor wie ein Möbelstück. Ich bin da, nerve nicht und gut. Ja, bitte, darum geht's. Regel Nummer 2, jeder darf ausreden. Seine Ignoranz macht mich rasend. Denken Sie denn, Ihr Mann will Sie nicht verstehen? Genau, das wäre ja auch nicht das erste Mal. Was ist denn noch? Wenn du meinst, dass die ganze Therapie keinen Sinn macht, dann sag's mir. Da schaffst du mich nicht drauf. Ja, das habe ich gemerkt. Aber wenn's für dich gut ist, dann komme ich eben mit. Hör auf damit! Es geht hier nicht um einen bescheuerten Gefallen, den du mir tust. Begreif doch endlich auch mal dein Problem. Was habe ich denn für ein Problem? Du lässt niemanden an dich ran, niemanden. Wie hat Frau Dr. Fromm das genannt? Passive Aggression. Genau, das ist es. Das hat dir gefallen, das habe ich gemerkt. Weißt du, was ich glaube? Nach der Therapie sind wir beide reif für die Klapsmühle. Im wirklichen Leben ist Thomas Rühmann eher ein unaufgeregter Genießer. In der Nähe von Meißen liegt sein Lieblingsweingut. Das zeigt er gern Freunden. Auch Dieter Bellmann, mit dem er sonst meist Fußball guckt, hat er hierher geschleppt. Dabei ist der bekennender Biertrinker. Frei nach dem Motto, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Also nehme ich lieber ein gutes Bier. Und ich habe Ihren Lieblingswein mitgebracht. Genau. Das ist Schieler. Der Lieblingswein vom Thomas. Ja, genau. Aber der nicht meiner, aber ich probiere mal. Einer der sächsischen Besonderheiten. Wie nennt sich diese Flasche? Es ist die sogenannte Sachsenflasche oder auch Lösnitzflasche genannt. Sachsenkeule. Oder Sachsenkeule. Hast du das kennengelernt? Das ist gut. Na, ich war hier mit einem Freund unterwegs einfach und wir machen jedes Jahr eine kleine Weintour so und ach so. Sind einfach hier vorbeigefahren und er kannte Lehmann schon aus Ostzeiten, ich kannte es noch nicht und da sind wir hier eingekehrt und einfach hängen geblieben und haben uns hier auch ein Zimmer genommen und sind dann hier 2 Tage fröhlich versackt. Kann ich verstehen, ja. Ich muss in früheren Leben eine Reblaus gewesen sein. Ja, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein.
Ach ja, so ein Schauspielerleben ist schon toll. Oder? Jetzt würde ich sagen, klar, aber in den Zeiten, wo man einfach als Schauspieler nicht glücklich ist, dann das ist einfach hart, weil man einfach den Glauben an sich selber behalten muss. Und wenn man den nicht mehr behält, dann wird es einfach schwierig, weil es sich auf die gesamte Seele, den gesamten Körper legt. Also wenn man glücklich ist, findet man diesen Beruf wunderbar, wenn man zu tun hat, wenn man gebraucht wird. Hängt sehr von den Bedingungen ab. Genau, und wenn es eben nicht so ist, dann ist es mit das Härteste, was man überhaupt aushalten muss. Sagen, man muss in diesem Beruf Partner finden. Einfach Partner finden oder Aufgaben finden, die einen erfüllen. Und wenn man die nicht hat, dann wird man zum Sarkasten oder man... Viel Zynismus an den Theatern, ja. Zyniker, ja, genau. Es ist, wir haben ja damals, also als ich angefangen habe, es war ja noch ein bisschen früher als Thomas, war der Idealismus noch ein bisschen größer, glaube ich, als heute. Ob das mit dem größeren Idealismus ins Reich der Legende gehört, ist heute nicht mehr nachzuprüfen. Auf jeden Fall begann Dieter Bellmanns Schauspielkarriere vor 50 Jahren an der Leipziger Theaterhochschule. Ich kam aus Sebnitz, das ist im Elbsandsteingebirge. Da oben, Kunst, Kreis und Blumenstadt, habe ich immer gesagt. Das war eine glückliche Oberschulzeit. Und dann wollte ich halt Schauspieler werden, wurde hier natürlich abgelehnt in Leipzig. War aber dann beharrlich und wurde dann irgendwann doch aufgenommen. Und habe hier 3 Jahre von 58 bis 61 studiert. Ja, und dann haben wir hier Unterricht gehabt. Ballett und Musik und Schauspiel und auch Dramaturgie und Theatergeschichte. Das war eine schöne Zeit. Zu dieser Zeit kam der kleine Thomas Rühmann aus Magdeburg gerade zur Schule. Ans Schauspielern dachte er damals noch nicht. Er war begeisterter Fußballspieler, versuchte sich als Trommler im Spielmannszug und schrieb gern Aufsätze. Also das ist die Maxim Gorki Schule in der Maxim Gorki Straße. Die Schulbibliothek oder die Kinderbibliothek, die befand sich ein paar Straßen weiter, die hieß auch Maxim Gorki. Und das erste Theaterengagement, was ich angetreten habe, war das Maxim Gorki Theater in Berlin. Und das erste Stück, in dem ich noch als Student spielte, war von Maxim Gorki und hieß Kleinbürger. Also so war mein Weg. Doch erst einmal studierte er Journalistik in Leipzig. Ein Freund nahm ihn mit ins Studententheater Louis Fürnberg. Dort wurde an dem Tag ein Volker Braun-Stück geprobt und der Schauspielstudent Ulrich Mühe fehlte. Unentschuldigt. Ulrich Mühe sollte in dem Stück spielen, mitspielen. Er war damals schon Student an der Theaterhochschule und da konnte er nicht. Und zu der Zeit war ich zufällig dort und da haben sie mich gefragt, willst du nicht den Gerilliero spielen? So. Und dann habe ich eine entscheidende Szene mit Guevara gehabt und habe immer auf der Stelle getreten und habe immer gesagt, du willst sie ja töten. Und da hat dann die Regisseurin gesagt, Thomas, das heißt, du willst sie töten. Ich sage, ja, ist klar. Und dann habe ich wieder so gestanden, weil man weiß ja nicht, wo man hin soll. Und du willst sie ja töten. Thomas, das heißt, ja, nee, ist klar, du willst sie ja töten. Also so begann alles. Mach uns aller Sünden frei und helf uns selig sterben. 1982 schließt Thomas Rühmann die Berliner Schauspielschule ab. Ein Jahr später bekommt er seine erste Fernsehrolle, einen Spielmann im Film Martin Luther. Der tut dir nichts. Das ist der Dr. Luther aus Wittenberg. Damals ist Dieter Bellmann schon 20 Jahre ein erfolgreicher Schauspieler. Mit ungebrochener Sympathie für seine alte Hochschule. Ja, in dem Keller waren unsere Garderoben, da haben wir die FDJ-Hemden ausgezogen nach der Versammlung. Dieter Bellmann studiert damals zum Beispiel mit Thomas Langhoff und Peter Sodann. Ja, hier war ein Volleyballplatz. Da gibt es ein Bild mit Sodann und unserer Volleyballmannschaft. Ha. Und hier waren überall auf diesen Etagen waren kleine Bühnen, bis hoch. Nach seinem Studienabschluss verschlägt es ihn nach Dresden, ans Jugendtheater.
Du hältst die Fresse, du Sporn, sonst. Dann seine erste kleine Rolle im Film. Mensch, was ist denn hier los? An den Baum bin und auspeitschen. Die Neuen verprügeln die Alten. Jetzt ist Ruhe, meine Herren. Links neben Manfred Karge, Dieter Bellmann, als Flakhelfer Pingel 2. Einige Jahre später entdeckt ihn Polizeiruf 110 fürs Fernsehen. Klaus ist mein Freund. Na und? Kommen Sie mal her. Das ist doch Petra Langer. Da ist er ja! Über die Jahre spielt er Studenten, Autoschieber oder verunglückt in einem Bergwerk auf der unerlaubten Suche nach Nazigold. Irgendwann reicht es Dieter Bellmann nicht mehr, vor allem Regieanweisungen umzusetzen. Er schafft es nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera zu stehen und selbst inszenieren zu dürfen. Ein besonderes Faible hat er für Märchenfilme. Und seid uns herzlich willkommen zum Geburtstag der Prinzessin. Leis von 11 bis 7 wird bei uns im Bett geblieben. Provokation! Unverschämtes Stachelschwein stellte edlem Hasen Bein! Immer wieder bekommt Dieter Bellmann Angebote von Film, Fernsehen, Theatern. Er soll nach Berlin umziehen, aber aus seiner Stadt will er nie weg. Hier am Leipziger Schauspielhaus spielt er anspruchsvolle Rollen unter engagierten Regisseuren. Truffaldino in Diener zweier Herren, Parduk in Brechts Licht in der Finsternis und Gleb Tschumalow in Heiner Müllers Zement. Er darf subversive Charaktere darstellen und das aufmerksame, kritische DDR-Publikum dankt es ihm. 1997 kündigt er. Bellmann fühlt sich von den neuen Regisseuren nicht mehr gebraucht. Jahre nach dem Mauerfall will er endlich wieder Unbekanntes ausprobieren. Ein Wagnis, als andere Schauspieler froh sind, in festen Ensembles zu spielen und glauben, unkündbar zu sein. Und ich hatte ja schon während der Zeit in Leipzig als Schauspieler eben auch schon inszeniert. Wir hatten ein kleines Theater gegründet, wo wir so Loriot gespielt haben oder Karl Valentin, also Literatur, Wein übrigens. Da konnte man abends eben ein Gläschen Wein trinken. Ja, und habe dann also über die Arbeit mit den Studenten eben auch zur Regie gefunden. Und dann war nach der Kündigung, war irgendwie natürlich Schluss. Ich war arbeitslos. Hab dann jeden Monat vom Arbeitsamt Geld gekriegt und hab dann mal da und mal dort inszeniert, mal in Stuttgart am Kabarett, mal Pfeffermühle Leipzig, mal Frankfurt oder Cottbus Stücke gemacht. Davon konnte man aber auch nicht leben. Aber es war eine Art Befreiung. Naja, bei mir war es so, dass es eigentlich immer parallel lief. Also ich hatte immer die Dinge, wo ich versucht habe, selbstbestimmt irgendwie meinen Kram zu machen. Und zugleich war ich aber aufgehoben in, sagen wir mal, so einem Ensemble wie am Gorki-Theater. Aber ich hatte einfach das Problem, dass ich als Schauspieler praktisch nicht genügend gefordert war. Also ich war dort gern, aber ich war dort nicht wirklich glücklich. Und komischerweise ist dann das wirkliche Glück trat dann ein, als ich aus dem Theater raus war und mich in der Freischaffenheit zurechtfinden musste, dann auch in dieser neuen Gesellschaft, in der wir waren, ankommen musste und dann einfach auch richtig geackert habe und mich vorgestellt und Klinken geputzt. Mhm. Und ich hatte mir vorgenommen, ich will in diese Fernseherei, ich will dort rein, ja. Ich will das versuchen zu schaffen. Und geschafft haben es beide. Die Serie In aller Freundschaft wird zum Glücksfall. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Woher wissen Sie denn, dass ich hier bin? Hat mir Frau Grigoleit gesagt. Ja. Es handelt sich sozusagen um einen Notfall.
Jakobs Herz ist außerordentlich geschwächt. Er hat eine dilatative Kardiomyopathie. Was heißt das? Eine krankhafte Veränderung des Herzmuskels. Mit Erweiterung der Herzkammer und unzureichendem Pumpvermögen. Ausgerechnet bei meinem Sohn habe ich die Anzeichen nicht erkannt. Machen Sie sich doch bitte keine Frage. Nein, ich war blind. Wir hätten ihn früher untersuchen müssen. Hören Sie doch bitte auf, sich anzuklagen, Heimann. Das ist nun mal das Heimtückische einer derartigen Herzerkrankung, dass die Alarmglocken erst beim Zusammenbruch schrillen. Die Gegend um das Bachstübel am Thomaskirchhof ist für Dieter Bellmann einer der schönsten und lebendigsten Orte Leipzigs. Hier hat er schon früher von neuen Aufgaben und Projekten geträumt. Hier trifft er Freunde. Nur wenige Meter weiter wohnt er. Er witzelt, abends könnte man mich notfalls von hier glatt weg nach Hause tragen. Als Ausgleich zur Dauerserie ist Dieter Bellmann mit seiner Frau Astrid mit literarisch-musikalischen Programmen unterwegs. Zum Beispiel mit einem Abend über Clara und Robert Schumann im Jagdschloss Kössern bei Leipzig. Guten Morgen, mein Klärchen. Guten Morgen, mein lieber Herzens-Robert. Mein holdes, geliebtes Mädchen. Mein herzinnigst geliebter Robert. Mein geliebtes Herzenskind. Eben habe ich mich am Klavier mit dir unterhalten. Leipzig, 1. Februar 1832. Liebe, verehrte Clara, ich denke oft an Sie, nicht wie der Bruder an seine Schwester oder der Freund an die Freundin, sondern etwa wie ein Pilger an das ferne Altarbild. Ja, das sind im Grunde immer Projekte meiner Frau und ich komme dann mit dazu. Also sie hat den Kesselabend gebaut, sie hat den Piaf-Abend gebaut, sie hat diesen Abend hier gebaut und ich bin dann sozusagen die Werbetrommel oder wie, ich weiß es ja, nicht. Ja, wenn man's lustig ausdrücken will, ist es immer so ein bisschen unser Köder, der immer die Leute zieht, im besten Sinne. Und das Publikum ist am Ende immer begeistert, auch wenn hier nicht nur leichte Kost zum Vortrag kommt. Was aber hält Frau Höschel-Bellmann von der Filmrolle ihres prominenten Mannes? Na ja, Gott, ja, nun ist das ja fast eins. Das ist ja privat und das kann man gar nicht so trennen. Das soll jetzt ein Kompliment sein. Ich finde seine, wie er sich durchsetzen kann, seine Klarheit in Entscheidungen, das ist dann, sagen wir mal, auch nicht unbedingt immer so eine Entschiedenheit und dann auch mal zugeben, dass man Fehler gemacht hat und sagt, okay, ich habe mich getäuscht, okay, dann machen wir das so und dass er eigentlich immer offen ist für alle Leute, ohne sich jetzt allen Leuten anzubiedern, aber dass die Leute, Menschen das Gefühl haben, hört mir jemand zu dem kann ich kommen, das ist jetzt nicht irgendwo in die Luft gesprochen. Mhm. So. Das ist schön, hast du das gesagt. Mhm. Dieter Bellmann und Thomas Rühmann hatten neben ihrer Energie auch das nötige Quäntchen Glück. Wir haben zwar auch einen strengen Arbeitsplan, aber es bleibt noch viel Zeit, du für dein Theater am Rand oder für deine Abende mit deinem Bruder, ich für unsere Literaturabende. Es bleibt noch genügend Zeit, selber zu entscheiden, was man noch machen soll oder machen will. Das ist, ich glaube, ich rede jetzt zu viel und zu lange, ich trinke dann lieber noch einen Schluck. Schade, müssen wir aufmachen. Achso, das machen wir nicht. Dieter, warte, das ist mein Wasserglas. Wir haben da erst ein Glas getrunken. Na, ich vertrage nicht mehr so viel. Danke, gut. Ich vertrage nicht mehr so viel. Als Fernsehärzte jedoch müssen die beiden eine ganze Menge wegstecken können. Immer wieder. Chefarzt Dr. Heilmann hat nicht nur mit den Krankheiten der Patienten zu kämpfen. Ihn und seine Familie treffen immer wieder höchst unerwartete Drehbuch-Schicksalsschläge. Natürlich gibt es immer wieder auch schöne Momente. Es ist einfach eine Familie, die durch alle Abgründe von Krankheit, Tod, von Glück und Unglück durchgegangen ist. Jeder hatte schon was.
Also ich brauch's nur mal. Also meine Frau hat, glaube ich, nur eine Niere. Jakob hat ein künstliches Herz. Meinst du, also nicht ein Herz, ein Ersatzherz. Naja, klar. Hat ein Ersatzherz. Über meine richtige Familie spreche ich doch nicht. Nein, nein, das wieder. Machen wir auch nicht. Ich bin mehrere Male so abgestürzt mit dem Flugzeug, hatte auch schon Leukämie. Ja. Zwei Kinder tot. Alissa und. Ja, und der Schwiegersohn. Der Junge. Genau. Ja. Inzwischen noch ein, also praktisch ein uneheliches Kind ist in die Familie gestoßen. Eine Liebesbeziehung zu einer außerirdischen Frau. Ja, ja, ganz genau. Weiteres war mir nicht vergönnt. Ja, ist richtig. So, also, aber ich glaube, danach sehnst du dich wieder mal jetzt, ja? In den nächsten Folgen? Ich darf ja nichts verraten, nein, aber weiß, es läuft genau andersrum, Dieter. Andersrum läuft es. Thomas Rühmann ist in der Altmark geboren und in Magdeburg an der Elbe aufgewachsen. Es ist eigentlich ein Kindheitsort und wir waren eine sehr wanderwütige Familie. Unser Vater wanderte mit uns und wir fuhren hier auch mit einer Fähre, es wird nicht dieselbe gewesen sein, sind wir sonntags von dort drüben nach hierher gefahren und sind dann hier mit Kinderwagen und der Riesentruppe durchs Rote Horn gestiefelt. Und ich glaube, als ich 13, 14 war, da war es mir peinlich. Da ist praktisch das Esszimmer der Großfamilie. Da stand ein großer Esstisch und da saßen wir sieben, also sieben Kinder, fünf Schwestern, zwei Brüder mit den beiden Eltern um einen Tisch. Und jetzt, gerade um diese Zeit herum, haben wir uns Monate vorher schon geträumt, vom Ostseeurlaub in Dierhagen und haben erzählt und erzählt und die Jahre sind wir durchgegangen. Also eine ganz, ganz positive Erinnerung. Wir hatten dort hinten, hatte uns ein Onkel von uns, hatte uns einen Spielplatz gebaut. Und in meiner Erinnerung war noch vor Jahren eine einzelne Reckstange, die stand noch. Und die hatte noch eine, die praktisch diese Querstange war noch genauso chrom glänzend wie vor, ich sage jetzt mal, vor 40 Jahren. Alles weg. Ist das so etwas wie ein Stück entschwundener Kindheit? Nee, es ist ja so. Also, das ist ja das Verlorene. Man hat es ja irgendwie hier drin. Und darum ist es nicht wichtig, ob es das Objekt noch gibt. Aber was wir da für Felgumschwünge geübt und gefallen sind oder was wir dort gemacht haben, das ist ja die Erinnerung, nicht das Ding. Erinnerungen an die Geborgenheit der Großfamilie sind für Thomas Rühmann vielleicht auch deshalb so wichtig, weil es bald sehr schmerzhafte Einschnitte in die unbeschwerte Kindheit gab. Unsere Mutter ist praktisch, als wir sechs Kinder waren, verstorben. Da war ich sechs Jahre alt, mein Bruder war ein Jahr alt. Und als Kind, man reflektiert es ja anders. Und ich habe komischerweise jetzt gerade vor kurzem ein Lied gehört von Celie auf der neuen CD, Alles Rot. Und da singt sie, wir sind Findelkinder und wir treiben ins Meer hinunter, wie es die Blätter tun am Fluss oder so ähnlich. So, und das Gefühl, dass man irgendwie doch in allem Trubel, in allem dann doch irgendwie doch sich alleine fühlt und vielleicht sich sogar verlassen fühlt. Aber ich habe einfach mein Leben lang gerne gesungen und irgendwann kam die Gitarre dazu und eine von uns hatte einen wirklichen Gitarrenlehrer und dann hat sich das praktisch das jüngere Geschwister mal vom Älteren abgeguckt. Und so können bei uns fast alle Gitarre spielen. Mehr oder weniger gut. Ich kann es ja auch nur amateurhaft, aber so sind wir einfach auch eine musikalische Familie gewesen. 30 Jahre später entdeckt Thomas Rühmann diese Leidenschaft neu. Er entwickelt ein Erwin-Strittmatter-Programm. Das zieht er gemeinsam mit seinem Bruder Martin auf. Lange war Thomas Rühmanns Kontakt zu Martin eher locker. Dann merkten sie plötzlich, wie nah sie einander doch waren. Sie bauten bei ihren Auftritten Texte und Lieder über ihr eigenes Leben und den Verlust ihrer Mutter ein.
Schnell entstanden so die nächsten Programme, zum Beispiel eines mit adaptierten Liedern ihres Lieblingssängers Neil Young. Wir öffnen die Tore, ich schieß dir was vor. Sie ist schön, sie ist rund, sie leidet, sie lädt ein, sie betört manchen Mann da im All. Sie erwartet dich schon von Anbeginn und gibt die Straßen frei. ...1998, Thomas Rühmann hatte gerade die Rolle des Dr. Heilmann übernommen, entdeckte er die Oderlandschaft bei Zollbrücke für sich als Rückzugsort. Hier kann er ganz eigene Ideen verwirklichen. Man hat als Schauspieler wahrscheinlich noch andere Quellen in sich, die irgendwie ausgelebt sein möchten. So. Und hier kann ich einfach alles das machen, was ich in Leipzig nicht kann. Ich sag manchmal, es ist eine Insel des Glücks. Das ist es. Hier in Zollbrücke hat er mit dem Musiker Tobias Morgenstern das Theater am Rand aufgebaut. Mit einem Zimmertheater hat alles begonnen. Nun gibt es einen traditionellen Backofen für eine stilgerechte Bewirtung, zwei Bühnen und Zuschauer, die selbst aus den alten Bundesländern anreisen. Tobias Morgenstern hatte die Ideen für die ungewöhnliche Architektur. Die Stücke wählt Thomas Rühmann aus und ist deren Regisseur. An diesem Tag läuft Volker Brauns Machwerk oder das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer. Flick sprang mit auf den Bock und... Holla, Halunke! Besprach er sich mit Domain. Jetzt geht's ans Eingemachte! Und mit der einen Hand in Steuer greifend lenkt er das Gerät gegen das Grundstück. Gleich war der feste Zaun durchbrochen und das Planierschild senkte sich auf den Boden und rammte einen alt angestammten Baum. Brauns Stück spürt Empfindungen von Menschen nach, für die Arbeit einzige Lebensbestätigung war. Und die nun verzweifelt nach Aufgaben suchen. Gleich um welchen Preis. Aber wie geht es in der Leipziger Sachsenklinik weiter? Ich denke natürlich, Thomas wird mich beerben. In dieser Serie. Ich will das nicht, Dieter. Ich möchte das nicht. Ja, das kommt aber. Das weiß ich. Dann sitze ich immer da in diesen Büros rum. Und du schreibst irgendwelche. Und muss immer diese langen Vorträge halten, die du halten musst. Das ist richtig, ja. Reden musst du können. Also ich werde, ich bin, ich. Nein, aber ich denke, es ist wirklich so, dass natürlich die potenzielle Nachfolge Heilmann sein wird in der Serie. Wann das geschrieben wird, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie lange ich noch lebe. Genau, ich werde einen anderen Leitungsstil. Aha. Ich werde nicht der Gott sein. Der Gott, der diese... Ja, du meinst, ich bin ein Gott in der Klinik. Natürlich,